Okay. Schön, dass alle aus der Sommerwoche wieder da sind, aus dem Sommerurlaub, aus der Sommerfrische sich wiederholt haben. Man kann es ja doch an der erheblich steigenden Teilnehmerzahl merken. Respekt, dann macht's auch wieder richtig Spaß. Sorry für letzte Woche, aber irgendwann ist es eben soweit, dann ist auch mal gut. Und den Punkt hatten wir erreicht. So, starten wir mit dem üblichen, wie jeden Morgen, auch wenn's nervt. Alle in diesem Seminar oder Webinar getroffenen Aussagen dienen ausschließlich der Information der Teilnehmer, sind keine Empfehlung oder Aufforderung, Börsengeschäfte jeglicher Art zu tätigen. Jegliche Geschäfte mit Aktien, Renten, Investmentfonds und insbesondere mit Derivaten unterliegen dem Risiko, das eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können oder sogar Kapital darüber hinaus. Es besteht Nachschusspflicht, wenn das vorhandene Kapital nicht ausreicht. Über die speziellen Risiken der jeweiligen Anlageform muss sich jeder Webinar- oder Seminarteilnehmer selbst von einem Anlageberater individuell beraten lassen. In Haftung für eingetretene Verluste von Börsengeschäften, in denen sich Teilnehmer auf Beispiele oder Aussagen des Seminars oder Webinars berufen, weder vom Dozenten noch von Forex-Pro-Systemen, noch von deren Partnern oder Erfüllungsgehilfen übernommen. Übrige Lizenzbestimmungen und AGBs von Forex-Pro-Systemen. Gesehen, gelesen und geweint. Guten Morgen, meine liebe Judith. Ich hoffe, dir und deinem Hund geht es gut. Wir denken da so das eine oder andere Mal hier bei uns daran. So, 1. September ist durch. Das heißt nicht nur, dass es wieder Christstollen und Weihnachtsgebäck bei Aldi gibt, dass alles schon wieder vollgepackt ist. Oh Scheiße. Ich kann mitfühlen, Judith. Sorry. Kopf hoch. Sondern das heißt auch, dass wir hoffentlich oder eventuell endlich wieder ein bisschen Bewegung hier reinkriegen. Gerne, meine Liebe. Deswegen habe ich auch ein Dankeschön an die anderen geschrieben, dass sie so tolerant waren und die beiden Hunde doch hier im Seminar toleriert haben oder akzeptiert haben. Fand ich super, schön, dass du auch dabei warst und schön, dass Jacha mit war. Hat, glaube ich, auch keinen gestört, wenn ich ins Gästebuch gucke. Danke nochmal an die beiden, die uns die Einträge dort reingepackt haben. Danke für die ausgefüllten Fragebögen. Sie bringen uns ja doch jedes Mal ein Stück weiter, diese Fragebögen, diese Umfragebögen sind übrigens oder werden übrigens veröffentlicht, aber das war ja bekannt und ich glaube, damit hat auch niemand so richtig ein Problem. Zeige ich aber gleich mal, gehen wir gleich mal drauf ein, wenn ich es denn wiederfinde. Ich weiß gar nicht, wo Julius auf der Homepage versteckt hat. So. Also, wir haben ja ein bisschen was über den. Lass mal gucken, was ihr überhaupt seht hier, nicht, dass ich euch das Falsche zeige. Ein bisschen was auch über den Euro geschrieben und haben ja auch ein bisschen was erklärt. In der Regel heißt es immer, dass wir jetzt mit den Zeiten, wo wir mit Weihnachtsmännern und Lebkuchen Spekulatius überflutet werden. Ich werde mich vielleicht heute Nachmittag schon mal dran setzen und meine Weihnachtssterne zusammenbauen hier. Nicht, dass wir hier irgendwie der Normalität hinterherhängen, wenn wir dann von unserer Tour im Oktober wiederkommen, dann wäre es ein bisschen doof, wenn alle schon ihre Tannenbäume fertig haben, wir hängen hinterher. Das sind wir nicht gewöhnt. Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Nee? So wollen wir das ja haben. Wir schauen uns mal so ein bisschen um.
Und zwar als erstes schauen wir mal auf unseren Wirtschaftskalender, ne? Termine, Wirtschaftskalender und dann up, den zweiten, den haben wir heute. Schweizer Bruttoinlandsprodukt ist schlechter geworden. So, Jungs. Jenseits vom Schwarzwald, südlich vom Schwarzwald. Erklär mal, was habt ihr gemacht? Nicht genug Schwarzgeld gedruckt oder was? Was wird denn in der Schweiz noch produziert? Soweit wie ich weiß, produziert ihr in der Schweiz doch nur Uhren, um da drauf zu gucken, wann ihr endlich wieder Schokolade essen dürft. Ja, habe ich gesehen, mein lieber Rolando. Produzieren nichts, wir waren Motorradfahren, ja. Ich nicht. Übermorgen. So, um 9 kommen ein paar Arbeitslosendaten. Ja, Arbeitslosendaten. Arbeitsmarktdaten wäre ja besser, ne? Arbeitslosendaten aus Spanien und ansonsten heute Nachmittag um 16 Uhr. Der Rest ist heute eher langweilig. Warum? Jemand eine Idee, warum es ein bisschen langweilig wird? Hier, Jungs, ne? Mitarbeiten hier. Deswegen habe ich eben am Mittwoch schon mal aufgehört. Wir haben einmal am Donnerstag Zinsentscheid. Und danach die Pressekonferenz, die uns ein bisschen, muss ich mal ganz kurz was gucken. Nee. Und wir haben, richtig, die EZB ist gar nicht so wichtig. Wir haben Robinson-Woche. Arbeitslosenquote aus den USA. Non-Farm-Gehaltsabrechnung. Non-Farm-Payrolls. Diese Woche ist immer gefährlich und gerade im September ist es eine der schwierigsten Situationen überhaupt. Aber dafür wird der Impuls auch dementsprechend sein. Ich weiß noch nicht, wie wir uns da verhalten werden, aber mal gucken, ob wir da was tun. Und genauso könnte es sein, dass wir am Donnerstag, wie die letzten 2, 3 Monate schon, auch eventuell das Webinar vorziehen, um vielleicht morgens was vorzubereiten und zu schauen, ob wir da ein bisschen was aus dem kitzeln können. Wir sehen, dass wir uns immer noch ganz konstant in der Abwärtsbewegung befinden, aber seit sehr langer Zeit, ich nehme mal lieber den hier. Das ist auch das, was wir gestern geschickt haben oder was wir auf in unserem Blog geschrieben haben. Wir Bob auf dem Weg liegen ein paar Stolpersteine 1,31, 11, 1,30, 74, 1,30, 02. Dort wurden ein paar Stolpersteine hingelegt. Den ersten, die 11, hat er sich gestern geholt.
Aber er stolpert ja auch von einem Stein zum anderen, wie wir sehen. Einmal durchgepfeffert, zurück, unsere beiden Zielbereiche besteht die Klatsch, Punktlandung. Mit einem Gap geöffnet, Rücklauf, Klatsch. Und jetzt hängt er hier genau an der 11. Jetzt dürften wir hier so von der 92 zur 73 zur 62 und dann sind wir auch schon hier unten angelangt. Wenn er dann das Szenario macht. Wir müssen jetzt damit rechnen, dass er nochmal einen Rücklauf macht und diese ganze Bewegung erstmal korrigiert. Aber alles kann, nichts muss. Nicht wahr, mein lieber Freund Martin? Verloren wird zwischen den Ohren. Martin S. aus Ösiland. Wenn ich mich richtig erinnere, warst du, dass der mir das mal vor 3 oder 4 Jahren ins Gästebuch geschrieben hat, oder? Liege ich da so verkehrt? Also, wir gehen davon aus, dass die Impulse, die wir jetzt haben, die 11 hatten wir gestern Morgen geschrieben und im Tief war er, steht ein Kaffee davor. Das ist doof. Bei der 14. Also, wir gehen davon aus, eine Korrektur dürfte jetzt erstmal maximal bis in den Bereich 45 gehen. Viel weiter sollte sie nicht laufen. Und der nächste Schub, wenn er denn kommt, sollte bis 30,92 laufen. So ist es. Ich wusste gar nicht, dass ihr überhaupt schon Internet habt. Mein lieber Martin. Aber der Markt braucht Impulse. Die wird er eventuell oder hoffentlich durch die News kriegen. Wenn wir die jetzt nicht kriegen, dann wird sie das Sommerloch noch über die nächsten 14 Tage ungefähr hinziehen. Wir müssen uns so lange irgendwo in Geduld üben, bleibt uns gar nichts weiter übrig. Wir können den Markt nicht beeinflussen und wenn es nichts zu holen gibt, dann gibt es eben nichts zu holen. 1, 31, 14. Okay, hat er die 11 noch nicht ganz gepackt. Ist ja auch nicht so schlimm. Er hatte noch ein bisschen Zeit. Ja, das Signal ist gerade aufgehoben worden. Hier haben wir unsere 8 Uhr Kerze und jetzt halten wir mal noch ein bisschen die Füßchen still. Wir sind eine ganz gemischte Truppe heute hier. Wir haben ein paar Leute dabei, die kennen wir schon seit Jahren. Und wir haben auch sehr, sehr viele Neue heute hier. Was heißt neu? Also bitte nicht beleidigt sein, wenn wir den Begriff so verwenden. Aber ich sage mal, denen, die Neuen, sage ich einfach mal schönen Dank, dass sie den Weg erstmal hierher gefunden haben. Guckt euch einfach diese Woche mal ein paar Tage hier um und Fragen bitte per Mail. Wir handhaben das immer so, dass ihr 3, 4, 5 Mal kostenlos hier dabei sein dürft, zuschauen könnt, was wir hier machen. Und dann sollte man mal drüber reden, ob wir eventuell zusammenarbeiten wollen oder nicht. Ich nehme mal der Einfachheit halber, um jetzt nicht wir bewegen uns zwischen der 24 und der 14. 10 Punkte. Der Spike nach unten bestätigt. Das heißt, hier kommt
Alarm hin. Ups. Und das Gleiche machen wir unten. Ich würde mir den Warnschuss aber schon platzieren, nicht erst bei der 14, sondern wenn er da anfängt hinzulaufen. Den habe ich doch falsch, da brauche ich einen Alarm beim Aufwärtsschritt. Da gehört er hin. Moin, Peterle aus Frankfurt. Und meine liebe kleine Sonja, die treue Seele. Nicht die Trudel noch alle wieder ein hier. Sind alle irgendwie erst vom Winterschlaf direkt in die Frühjahrsmüdigkeit und aus der Frühjahrsmüdigkeit wahrscheinlich irgendwie in die Sommerfrische und jetzt kommt auch langsam wieder angetrudelt. Okay, Korrekturlevel erkennen wir sauber. Wenn er hier oben rausgehen sollte aus der 24, 25, wenn er die nach oben bricht, wenn er da oben durchschießt, Korrektur. Und dann haben wir auch schon die nächste Bremse hier in diesem Bereich 33. Das heißt, wenn wir hier oben uns irgendwo einen Einstieg suchen wollen, einen Long-Einstieg suchen wollen, müssen wir was machen? Nicht nur abwarten, sondern wir warten, wir handeln nicht direkt den Bruch. Wenn er wegschießt, dann schießt er weg, dann sind wir eben nicht dabei. Aber schon mal eine gute Idee, Jimmy. Hier oben rausgehen, den Rücklauf abwarten und dann mit einem kleinen Risiko rein und nach Möglichkeit auch mit einer relativ kleinen Position. Dieser Markt ist für uns in der Form nicht händelbar. Das sehen wir schon allein daran, wie die Signale hin und her springen. Den DAX machen wir heute Nachmittag. DAX und Dow Jones, so viel. Dadurch, dass gestern in den USA Feiertag war, ist so richtig überhaupt nichts passiert. Auch im DAX nichts weiter passiert. Morgens eine Bewegung nach oben, dann wieder kurz Richtung Süden und dann war es das auch schon. Wichtiger ist immer, dass wir in solchen Situationen, wenn sowas hier jetzt passieren sollte, dass wir uns dann mit der Positionsgröße anfreunden können und zum Trainieren so eine Dinger überhaupt zu sehen und so eine Dinger auch zu handeln, dass wir dann mit einer kleinen Positionsgröße da rangehen, um uns nicht... da haben wir ihn. So. Aber wie wir sehen, nur ein ganz kurzer Spike an die Hochs, an die Kante und dann gleich der Rückschlag. Da oben standen noch gleich die Bären parat. Um direkt alles wieder aus dem Körbchen auszuschütten, was sie vorher gekauft haben. Das sind so die Jungs, ne? Nehmen wir mal unseren Rico oder Judith oder Jens oder Siggi, wo wir letzte Woche im Seminar uns hier die Birne drüber zerbrochen haben. Genau das.
Das ist ja genau das, was wir nicht haben wollen. Alarmsignal ist da. Sonja, schick mir bitte mal einen Screenshot per Mail. Jetzt gehst du aber bitte nicht in die Küche und holst ein Fotoapparat, sondern so, wie wir das gelernt haben, ne? Nicht deine alte Ritsch-Ratsch-Klick hier aus dem Stübchen holen. Und gucken, ob noch ein Film drin ist. Du gehst einfach hier oben drauf, da, in das gelbe Feld hier, in das blaue Feld mit der rechten Maustaste und dann sagt er dir, Fenster in Zwischenablage kopieren. Wenn da drauf gehst, dann zeigt er dir hier oben Forex Pro Systeme ganz kurz und ganz schwach. Und dann kannst du eine Word-Datei aufmachen und dann einfach Steuerung V drücken oder mit der rechten Maustaste einfügen und dann hast du das Startbild in der Word-Datei und kannst es mir direkt schicken. So. Ich muss noch mal gucken, hier waren noch ein oder zwei, die sich nicht sicher waren, ob sie sich anmelden müssen heute oder nicht. Jo, gerne. So. Es dürften auch die beiden Nasen noch reinkommen, die hier verschlafen haben. Wenn er hier unten den Anlauf nimmt, haben wir uns die Ziele im Bub da nicht da gerade angeguckt. Da sollte er jetzt durchgehen, wenn er den Anlauf nimmt. Und dann sollte er, jedenfalls nach meinen Berechnungen, müssen ja auch nicht stimmen, ne? Mathe war nie so meine Stärke. Stimmt nicht ganz. Dann sollte er, wenn er in den Bereich hier unten durchschießt, nach Möglichkeit an die 92 gehen und dann kommen wir wenigstens schon mal Richtung Tagesziel. Aber es wird nicht einfach. Wahrscheinlich erst wieder nach 9. War nur das Bild kleiner, um einen besseren Überblick zu kriegen. Ich gehe mal davon auf, dass das Gros hier auch so vernünftig ist und wir gucken uns ja gleich mal was an. Ja, er hat so, sind wir, ne? Moin, auch wenn es ein bisschen spät ist, aber ich hab's nicht.
früher gesehen, dass du dich jetzt erst angemeldet hast. Wir schauen uns mal dieses Szenario an. Die beiden können ja schon mal raus und sehen, dass wir gestern das High bei 1,3145 hatten. Und das Low bei 1,3189, weil das neue Tief hat er erst heute Nacht gemacht bei 14,6. Das haben die Jungs heute Nacht gebastelt. Sonja, deswegen kann deine Linie auch nicht bei 1,3132,5 liegen. Aber Screenshot einfach aufs Knöpfchen drücken, einfügen, mir schicken. Papa antwortet. Ich muss auch manchmal aufpassen, nicht, dass der Bug bei mir liegt. Ich habe hier ein paar andere Studien drin, weil wir in der Cloud immer noch am Basteln sind. Das Synergietraining wird übermorgen aktiviert. Wir wollen übermorgen Nachmittag im Synergie handeln. Ja, du hast es mir gestern geschickt und wir haben, oder ich bin heute dabei, die letzten Macken zu beseitigen und werden auch eine Stop-Technik so einfügen, die jetzt die letzten 14 Tage bei mir jedenfalls ganz gut funktioniert hat. Und dann sind die Handbücher fertig für. Das hatte ich irgendwie nicht gefunden. Da sind die Handbücher für den DAX fertig und sobald die fertig sind, laden wir die hoch. Die werdet ihr dann, auch wenn wir sie Stück für Stück verschicken, aber hier auf der Homepage finden. Und hier sind die Umfragebögen zu finden. Danke, meine Liebe. Hier unten sind die Umfragebögen. Das heißt, wenn jemand zum Seminar war, werden die Umfragebögen ausgefüllt. In der Regel jedenfalls. Ich glaube, die letzte Truppe hat es fast komplett gemacht. Ich glaube, einer fehlt noch. Und dann kann man hier die Ergebnisse ablesen, wenn er das denn jetzt macht. Genau. Ich glaube, im letzten Jahr oder letzten anderthalb Jahre haben 45 Leute diese Fragebögen beantwortet und das sind die Ergebnisse davon. Kann man sich ja mal durchfressen und dann weiß man ungefähr, wie wir arbeiten. So. Ja, die Idee ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, Rolando, aber ich traue dem Braten hier noch nicht, noch gar nicht. Und solange er die Linien hier nicht verletzt und nicht richtig Dampf gibt, traue ich dem Braten kein Stück.
Das Langsignal wieder aufgehoben. Danke übrigens, Rico, für deine netten Zeilen. Ich gucke mir auch deine Bilder mal an. Wenn wir es schaffen, können wir diese Woche uns mal zusammen telefonieren. Je nachdem, wie du Zeit hast, müsstest du uns mal ein Zeitfenster schicken, wann du Zeit hast, dass wir das eventuell mal bereden. Eins einunddreißig zwanzig neun. Tja. Also auch wenn der ein oder andere mutig ist und sich aus übergeordneten Charts was zieht, ist ja in Ordnung. Man kann es ja mit einer ganz kleinen Positionsgröße probieren, aber ich wäre bei der ganzen Geschichte, gerade jetzt, wenn wir die Umkehrpunkte kriegen, hyper vorsichtig. Wir haben an die Umkehrpunkte, an die Forex Pro Return oder der ein oder andere vielleicht schon mal das Wort Manipulationspunkte gehört, was ich persönlich gar nicht mag, weil es hat nichts mit negativer Manipulation zu tun, sondern der Markt muss einfach so eine Reaktion sein. Da kommt er gar nicht drum herum. Aber egal, wir haben letzte Woche zwei Programmierer hier gehabt, die sich das angucken und die jetzt dran sitzen, um die zu filtern. Wenn wir das haben, dann werden wir in Zukunft morgens im Block, beziehungsweise auf jeden Fall im Synergy-Trading, wenn das denn startet oder gestartet ist am Donnerstag, werden wir auf jeden Fall morgens die Richtung vorgeben. Okay, dass wir auf jeden Fall morgens schon mal bekannt geben können, was in welche Richtung laufen könnte. Und dann werden wir uns auch nur in dieser Einrichtung mit einer entsprechenden Positionsgröße positionieren oder platzieren. Das heißt, wir werden dann nicht sitzen so wie heute und jetzt überlegen, also wie auch die letzten Tage ab und zu mal, dass wir morgens überlegen müssen, geht der jetzt long, geht der jetzt short, müssen da mal und müssen da mal, sondern dann ist in der Regel die Richtung vorgegeben und meistens sogar auch die Tage vorgegeben, wo man sagt, okay, es lohnt sich jetzt, da mal reinzugucken. Und es gibt Tage, wo es sich nicht lohnt. Und wir könnten hier sogar in der Phase sein, 31, 20 und 95, 70. Wir könnten in der Phase sein, wo jetzt der nächste Schub kommen könnte, der dann sogar direkt bis hier runter an die 40, 50 laufen könnte. Die Bewegung steht noch aus. Deswegen würde ich, ohne jetzt wieder so wie letzte Woche im DAX im Kopf Short eingestellt zu sein, deswegen würde ich jetzt nicht zwingend long handeln, sondern würde mich eher oder würde Long-Position kleiner halten als Short-Position, würde mir die Short-Position eher rauspulen, um damit dann mit der vollen Positionsgröße dementsprechende Punkte zu machen. Außerdem habe ich gestern beschlossen, in meinem nächsten Leben werde ich Hund. Dann brauche ich nur morgens um 6 in der Wecke klingelt. 28,30 Meter einmal quer durchs Haus laufen und mich
im Büro unter den Schreibtisch legen und weiter schnarchen, wenn er halt da arbeitet. Das mache ich auch mal. Guck mal hier oben, der Bereich, den wir letzte Woche angepeilt haben. Ich gehe nur mal kurz auf die Großwetterlage ein. Das hier war der 27.8. Das war gestern, das war der Freitag, das war der Donnerstag und das war der Mittwoch. Mittwoch die 9.6. Und von da an ging es dann auch Richtung Süden. Und mich würde schon mal interessieren, so, wir hatten gesagt, bis 9.4 sollte er laufen. Upp. Die ersten vom 22. haben wir gesagt, 9.4 könnte man wählen, könnte man sich für Short-Einstiege suchen, 9.4, 9.4, 25. Da, wenn die durchgeht, dann sehen wir die 9.6. Bei den 9.4 haben wir gesagt, den Bruch abwarten, dass er wirklich sauber bricht und dann Richtung 9.6 marschiert. Die 9.6, bupp, wo haben wir sie jetzt? Hat genau hier ganz sauber gehalten, Punktlandung. Im High waren wir 9601. Wenn die nicht hält, wenn die bricht, sehen wir hier oben die 98. Dann dürfen wir genau in diesen Bereich kommen. Aber der Kreuzwiderstand hier, der hat erstmal Widerstand geboten und der sollte jetzt auch noch halten. Das heißt, wenn er jetzt nochmal die 9580 anlaufen sollte, mit einem kurzen Fake, dürfte trotzdem danach die nächste Shortwelle einsetzen, wenn nicht irgendwas ganz massiv Positives für den DAX sprechen sollte. Und dann haben wir hier unten als nächstes die 8.450 als massives Ziel. Also wer so eine Sache mal mithandeln soll, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, als wir bei hier oben bei der 10 waren, haben wir gesagt, die 10 wird nicht halten. Man kann sich hier mit einer kleinen Short-Position platzieren, selbst wer hier mit, und Ziel war die 8,9. Und wer das geschafft hat, sich hier mit 2, 3 DAXen zu etablieren im 10.000er Bereich und die 8,9 mitgenommen hat, der konnte schon mal richtig schön was produzieren. Und immerhin waren wir im Tief bei 8.902 oder 8.903, also minimal verfehlt. Nutzen wir die paar Minuten, wo er hier rumeiert, und wenn er mich jetzt die nächsten 10 Minuten nichts macht, dann machen wir den Rest heute Nachmittag weiter. Ich habe gestern noch eine Mail rausgeschickt für alle die, die sich für nachmittags angemeldet haben. Da sind noch irgendwie 20 Leute, die sich zwar angemeldet haben, aber seitdem überhaupt nicht irgendwie auf eine Mail reagieren, wahrscheinlich völlig überrascht sind, dass sie für die Nachmittagswebinare
ein bisschen Geld bezahlen soll, aber es wäre schon schön, wenn die Leute wenigstens mal drauf reagieren. Wenn wir gucken es bis zum Wochenende an, wer bis zum Wochenende nicht reagiert hat, werden wir einfach abschalten. Also locker entspannt ablehnen. Jo, Rico macht das. Sind die Werte im Block vom ersten letzter Satz im DAX richtig, ob mit Umweg über 9,6 oder sogar 9,48 zeigen, beide Werte tauschen oder falsche Werte? Ja, falsche Werte würde ich jetzt nicht sagen. Ob man sie nur tauscht, ist eine Auslegungssache. Ne? Also ob er jetzt nur direkt durchmarschiert hier, das war die Frage, ob er nur hier direkt durchgeht oder ob er jetzt nochmal den Wert 9,6 holt und vielleicht sogar noch Richtung 9,8 und dann abmarschiert, das war ihm nicht sicher. Warum hast du dich nicht getraut, dich damit das anzumelden? Das musst du mir jetzt mal erklären. Na, aber das ist ja auch nicht kostenlos. Das ist wohl vollkommen richtig. Oh, da hat der DAX wohl einen Schub gemacht. Jetzt holt er sich wohl doch hier oben nochmal die Linie. Wenn nicht sogar die 9,6. Hier haben wir das Webinar, kosten 100 Euro fürs erste Quartal, fürs Quartal, also jetzt bis 30. November einmalig. Der DAX legt eine gute Bewegung hin und der Euro ja, Thorsten ohne Haar. Und der Euro schleift.
Jo, die 5-Minuten-Kerze im Euro zwingt uns eigentlich wieder umzudenken. Habe ich vorhin gesagt, Thorsten, ohne H. So, den Versuch, den gucken wir uns jetzt nochmal an. Wenn er den auch nicht schafft, dann sind wir weg und gucken uns den Rest heute Nachmittag an. Wenn dieser Versuch jetzt nicht gelingt, dieser Ausbruchsversuch, dann werden wir das Webinar für heute früh beenden. Nächster Punkt übrigens, wer ein bisschen Zeit hat, und ich bin skeptisch. Der DAX hat schon 60 Punkte gemacht heute Morgen. Der Euro rennt meistens hinterher. Der Dow ist genauso oben rausgeschossen. Karl Short im DAX. Sehr risikobehaftet. Musst du aussitzen bis zur 9,6. Wir haben uns gerade das Bild angeguckt. Ja, Dirk, das haben wir, glaube ich, alle. Ja, er kann noch hochlaufen, auf jeden Fall bis an diese Linie, die er vielleicht sogar verletzen könnte. Also 9,95, sowas wäre durchaus drinne. Aber Dirk S., das geht uns, glaube ich, allen ähnlich. Gutes Gefühl ist es nicht, dass Putin da am Drücker sitzt und was der da, ich will nicht wissen, was in seinem Köpfchen vorgeht. So. Alles Übergeordnete spricht für Long. Ich weiß nicht, ob hier schon einer bei 24 irgendwie rein ist in diesem Bereich. Aber Short wäre im Augenblick nach allen Regeln, die wir handeln, für mich tabu. Und jetzt sollte er sich auch durchtasten. Wenn ich nur das Kursverhalten sehe, gehe ich mal davon aus, dass er jetzt entweder gleich explodiert. Das heißt, wer jetzt hier in diesem Bereich sich eingekauft hat, sollte sehen, da den Punkt jetzt das dritte Mal anläuft,
sein Risiko zu minimieren. Das heißt, wer bei 23, 24, 25 rein ist, ein Stop hier unten unter die 21. Viel mehr würde ich nicht zulassen. 3, 4 Punkte und dann ist gut. Mehr nicht. Baff. Auf geht's. Stop direkt hinterher auf die 25 Uhr, 24 hier unten. Wenn das ein Fake war, kommt er zurückgeschossen. Stops hier drunter, genau unter dieser Umkehr, den Ausbruch, Ziel oben sollte, bei der 33 muss der Stop auf Break Even. Thorsten Ohner, ich denke an nichts anderes. Aber allein, es mangelt an der Zeit. Ich muss überhaupt nicht. Und da haben wir genau die Fake-Situation. Jetzt sollten wir die 5-Minuten-Kerze im Auge behalten. Ich glaube, mein Freund Rolando hat mit seiner Short-Position sogar noch Glück. 1,31,15 ist das Ziel. Ich gehe mal davon aus, dass ihr eure Stops hier eng nachgezogen habt, oder? Die Formation hier spricht Bände. Okay, ich hoffe, ihr hattet eure Stops wirklich hier drunter gelegt, weil diese Reaktion, damit müssen wir in solchen, an solchen Punkten, an so markanten Punkten rechnen. Das sind genau die Fakes, vor denen wir immer wieder waren. Wir warten jetzt mal auf die 5-Minuten-Kerze ab und werden ja gleich sehen, wie die schließt. Und dann war es das auch für heute früh, dann machen wir morgen früh weiter, beziehungsweise... Übrigens, ich weiß noch nicht, wer es mitgekriegt hat, aber am Donnerstag Nachmittag kommt um 14.05 Uhr auf N24 Daytrader 3. Donnerstag, 4. September, 14.05 Uhr auf N24.
Ich sage, diese Situation, die warten wir noch ab. Unter der 22 sind alle Messen gesungen, dann war's das. Ja. Deswegen haben wir gesagt, wir warten die Situation noch ab. Die 5-Minuten-Kerze, spricht Ben, ein klassischer Fake. Wieder zurück, Schlusskuss da unten. Jetzt dürfen wir uns Richtung Short bewegen. Und Dirk, ich weiß ja nicht, wie oft du hier schon bei bist oder bei warst, aber wir sollten, glaube ich, mal ein paar Worte wechseln irgendwann mal die Tage, ne? Okay, also, um es kurz zu machen, hier unter der 22, 23 sollten wir uns short orientieren, Uftpass hier an der 14, dann haben wir die 11 und dann sind wir schon Richtung 03 bis 02 unterwegs. Ich wollte gerade sagen, geht er jetzt hier oben wieder durch, hat er jetzt nur das abgesammelt, da wo wir uns auch platziert hatten. Es blieb aber nichts weiter übrig. Nach unserem Regelwerk und nach unserem Regelwerk war es auch richtig genau das, was wir gemacht haben. Alle anderen müssen ihn nochmal aussitzen, ne Rolando? Und den Rest der Auswertung machen wir dann am heutigen Nachmittag. Dirk, das wäre sehr schön, dann schicken wir mal die Nummer und dann sehen wir zu, dass wir beide uns mal ein paar Minuten. Also, Setups sind klar, geht er hier oben jetzt durch, dann war's das, dann haben wir die 33, 34 auf dem Deckel, geht er hier unten durch. Haben wir genau die Schritte 14, 11 und dann 03, 02. So, damit es auch alle sehen. Okay. Jo, dann verkrümmeln wir uns jetzt, Setups sind klar, auf den Rest gucken wir im Laufe des Nachmittags, ne? Ciao, meine liebe Judith, bis nachher. Tschüss, tschüss.